Ist Hass ein Verbrechen oder ist Hass ein Gefühl? Du weißt, worauf ich hinaus will. Das ist, nee, weiß ich nicht genau. Vielleicht ist es einfach eine Plattitüde, permanent von Hass zu sprechen. Ja. Weil jemand fühlt sich ja gehasst, wenn er irgendwie angegangen wird. Also weißt du, Leute machen Witze über meine Glatze. So, finde ich jetzt mittelmäßig witzig, interessiert mich aber gar nicht. Und das ist ja für sie auch gar nicht böse gemeint oftmals. Sie lernen dich kennen, wollen irgendwie was zu dir herstellen, sagen, Mensch, ja, du hast ja auch keine Haare, witzig, mein Onkel hat auch keine Haare. Oder sie sagen, Mensch, du siehst ja aus wie Präsident Putin oder du siehst ja aus wie der Amokläufer von Erfurt. Alles schon passiert. Das meine ich nicht böse. Da fühle ich mich doch nicht angegriffen wegen so einem Scheiß. Ja, ja, ja. Und wenn ich mal, also wenn ich wirklich übergewichtig bin und da sagt einer, keine Ahnung. Das Ding ist einfach, ich mache keine Ricarda Lang dicken Witze. Ich finde es nicht lustig. Ich finde es einfach nicht lustig. Es ist mega ausgelutscht. Und ja, Hass, natürlich ist es das. Also Hass beginnt nicht da, wo jemand sagt, ich werde gehasst. So, das kann nicht sein. Worauf ich hinaus will, ist aber doch, Hass ist doch erstmal ein Gefühl. Und wenn jemand Hass verbreitet, was immer das dann auch ist, es kann auch nicht Hass sein, ja, aber manchmal ist auch Hass dabei, dann müsste man doch fragen, wo kommt es eigentlich her? Ich meine, das entsteht ja nicht im luftleeren Raum. Die Leute stehen ja nicht in der Früh auf und sagen, heute hasse ich mal. Mhm. Ja? Das findet ja nicht mehr statt. Wir ahnden das Gefühl, wir ahnden aber nicht das, was dazu führt. Ja? Insofern, für mich ist Hass erstmal ein Gefühl. Hassverbrechen, sowas funktioniert überhaupt nicht. Ja? Mhm. Es gibt auch kein Liebesverbrechen. Es gab auch schon Systeme, da durftest du jemanden nicht lieben und so weiter. Das ist im Grunde die andere Seite der Medaille. Ja? Ich habe dich nach der Humorgrenze gefragt. Neulich war Christine Braillon hier. Die ist ja aus der Heute-Show ausgestiegen, ja, weil sie sinngemäß meinte, Kabarett darf nicht gegen die kleinen Leute gehen, sondern muss die Mächtigen im Visier haben. Würdest du sagen, das ist eine Grenze, dass man sagt, okay, wir machen jetzt keine Witze über Arbeitslose, sondern über die Arbeitslosigkeit produzieren oder die Arbeitslosenverwaltung machen, also sprich Hartz-IV-Gesetze einführen und so weiter. Alte Debatte, aber es ist ja immer noch aktuell. Ist das die Grenze, dass man sagt, die ohnmächtig sind, die nehme ich nicht mit in meine Witze mit rein, aber die mächtig sind, sehr wohl? Ich kenne Ihre Argumentation, das hat sie bei euch ja nicht als erstes gesagt. Ja, ich finde das auch ein guter Gedanke. Bei ihr würde mich interessieren, ob sie eigentlich da rausgegangen ist aus einer persönlichen Betroffenheit. Also weil sie ja selber Postwachs hat, also sie hat einen Impfschaden, wenn ich mich nicht täusche, ist sie deswegen aus der Heute-Show rausgegangen. Und hätte sie den nicht gehabt, wäre sie dann da geblieben. Das würde mich persönlich interessieren. Denn ich finde es besonders stark, wenn man sich für Menschen einsetzt, auch wenn man nicht persönlich betroffen ist. Also wie oft ich geimpft bin, habe ich seit Jahren nicht mehr erwähnt. Es ist für mich auch gar nicht wichtig und für meine Zuschauer wahrscheinlich auch nicht besonders wichtig, denn ich konnte mich sowieso immer für Ungeimpfte einsetzen, egal von welcher Position ich das gemacht habe. Also kannst du dich ja dann theoretisch auch für Arbeitslose einsetzen, obwohl du es nicht bist. Grundsätzlich geht es natürlich gegen die Protagonisten und grundsätzlich geht es gegen die Regierung, denn die Regierung ist die Macht. Also geht es doch bitte erstmal gegen die Macht. Die Macht hat die Macht und wir sind ohnmächtig genug, mit allen Mitteln versuchen, sie in Frage zu stellen. Es geht nicht darum, sie grundsätzlich zu stürzen und grundsätzlich alles scheiße zu finden, was sie tut. Aber es geht darum, sie in Frage zu stellen von einer Position der Ohnmacht, in der wir eigentlich sind. Und das ist doch das Spannende daran. Man kann aber auch Witze mal machen über Querdenker oder sonst wen. Also haben wir auch noch nicht gemacht, aber diese Story mit Füllmich, Wodak, Fischer, wie die sich gegenseitig aufhetzen gegeneinander, wie sie sich in Videos fertig gemacht haben, wie die privateste Details voneinander erzählt haben, das war für mich Comedy pur. Ich wusste, dass das jetzt für alle Beteiligten auch ganz schlimm ist und dass es auch für ihre Anhänger, ihre Zuschauer, die sie auch toll finden, ganz schlimm ist, was da gerade passiert. Lustig fand ich schon. Ich habe es aber nicht gemacht, weil es da eben auch um private und Anschuldigungen ging. Aber man kann grundsätzlich schon über sehr, sehr viele Leute lustig machen. Ja.